der Perlen soll euch einen Anhaltspunkt geben, wie es aussehen kann. Ihr benötigt eine große Mittelperle, zwei mittelgroße Perlentropfen, ca. 12 facettierte Perlen, 12 runde Perlen, Schmuckdraht, zwei Fädelkalotten, zwei Spaltringe, einen Karabiner, ca. 60 Quetschröhrchen oder Perlen, ein Verlängerungskettchen, einen Seitenschneider, zwei Flachzangen, Strassstein oder Sekundenkleber. Von dem Schmuckdraht drei Schnüre ca. 38 cm abschneiden. Zwei Schnüre zusammennehmen, ein Quetschröhrchen darüber ziehen und beide Drahtenden danach von unten zur geöffneten Seite durch die Fädelkalotte geben. Ein weiteres Quetschröhrchen darüber ziehen und ca. 1 mm vor Drahtende mit der geriffelten Flachzange zusammenquetschen. Einen Tropfen Kleber in die Hülse und diese dann zusammendrücken. Das auf den Draht befindliche Quetschröhrchen unter die Kalotte schieben und ebenfalls zusammenquetschen. Nun nehmt ihr einen Spaltring, der sieht aus wie ein kleiner Schlüsselring, und fädelt die Öse der Kalotte und den Karabiner in den Ring ein. Mit den Perlen könnt ihr schon einmal eine Reihenfolge bestimmen, bevor ihr sie auf einen der beiden Drähte fädelt. Vor und nach jedem Perlenelement je ein Quetschröhrchen geben. Könnt ihr auf der anderen Seite die Kalotte anbringen. Dazu nehmt ihr das Drahtstück, auf dem die gefädelten Perlen sind, und das dritte separate Drahtstück und baut, wie auf der anderen Seite, die Kalotte an. An die Kalottenöse befestigt ihr mit einem Spaltring das Verlängerungskettchen. Nun die Perlenelemente auf dem Draht gleichmäßig ausrichten und dann fixieren, indem ihr die Quetschröhrchen vor und nach jedem Element zusammendrückt. Auf die freien Drahtenden links und rechts ebenfalls Perlen aufziehen. Vor und nach jeder Perle ein Quetschröhrchen nicht vergessen und versetzt zu den Perlen des ersten Perlenstranges ausrichten und durch das Zusammenquetschen der Röhrchen fixieren. Nun die beiden Drahtenden zusammennehmen, ein Röhrchen, die große Perle, eine facettierte Perle und wieder ein Röhrchen darüber fädeln und mittig ausrichten. Jedoch so, dass beide Perlenstränge locker nebeneinander liegen. Fixieren. Zuletzt auf jeden der Strangenden eine mittelgroße, danach eine facettierte oder eine runde Perle ziehen, versetzt ausrichten und mit einem zusammengequetschten Röhrchen fixieren. Den Draht unterhalb des Röhrchens abkneifen und vielleicht noch einen Hauchkleber auf die Enden geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch richtig viel Spaß beim Nachbasteln. Alles Liebe, Kuss und Gruß, eure Ann-Christine.